Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Dawn of Man in der gleichen Aufnahmesession wie zuvor. Das Dorf wächst langsam und die Fleischprobleme kriegen wir auch im Griff. Ich hoffe, dass das für den Winter langt. Wir müssen nochmal gucken. Wir bauen jetzt hier eine Brücke. Da ist ein Wildschwein gejagt worden und das prüfe ich jetzt gerade nochmal, wo hier eventuell noch Tiere sind, die wir mal in der Nähe... Oh. Kriegen wir so ein Ding mit mehreren... Halt immer so eine Sache, ne? Oh, warte mal. Ja, gut. Klein, müssen wir im Winter. So. Ich hoffe jetzt mal, dass hier das Urzeit-Nashorn hier nicht die in dem Schützer macht von dem Kleinen hier. Wäre so ein bisschen doof. Ah, die können wir aber auch mitnehmen. Lassen wir das mal laufen. Da kommt noch ein Wildschwein, was gejagt wird. Okay. So. 24 Fleisch, 11 Leder. Das sieht ganz gut aus. Ist der zweite Wagen mittlerweile fertig geworden? Der ist doch priorisiert. Wieso macht den denn keiner fertig? Verstehe ich nicht. Einer ist tot. Wir haben noch einen mehr, als wir ordentlich eigentlich brauchen. Population 34, 33 haben eine Hütte. Das ist natürlich ein bisschen mehr Leid für den einen, wenn der Winter jetzt kommt. Da wird es erstmal Herbst. The workload is too high. What the heck? Moment. Das haben wir ja schon mal selbst entdeckt, wo das Ganze ist. Manage. Und dann war das Aktivitäten. Nee, das war irgendwas anderes. Moment. Einer ist unproduktiv, aber trotzdem ist der Workload zu high. Ah, weil die Ernte ansteht. So, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem, weil ich würde gerne die Ernte priorisieren. So, jetzt kriege ich hier... Ach doch, man kann einen Rahmen ziehen. Ah, aber nicht... Aber nicht über das Feld. Das ist ja mistig. Wie kann ich denn jetzt den kompletten Bereich hier priorisieren, dass die Ernte zum Beispiel... Wie kann ich denn jetzt sagen, hört auf, Leder jagen etc. BB, kann ich die abbrechen? Right-click to cancel. Yo, kann ich. Aufhören zu jagen. Ihr baut ab, ihr baut ab, ihr baut ab. Leder, mach mal. Die Brücke, das können wir, das brechen wir mal ab, das ist Quatsch. Und was ist das hier? Dry Skin. Wie drei Leute trocknen die, warum hängen die nicht nur einfach auf? Warum muss das denn, okay, dann machen wir den Geistbock weg. Schauen wir mal, ob das langt. Ja, das ist ja blöd. Wieso kann ich das nicht kippen? Konnte ich das Bild nicht senkrecht kippen? Nee, ging anscheinend nicht. Wieso kann ich jetzt hier keinen Rahmen drum ziehen? Mehrere Häuser auswählen oder mehrere Leute ist kein Problem, ne? Aber hier so ein Feld geht nicht. Wie kann ich denn jetzt sagen, priorisiere, weil hier kann ich ja priorisieren. Oder gilt das fürs ganze Feld? Ne, gilt nicht fürs ganze Feld. Hier für so eine Ehre. Das ist ein bisschen doof. Ich finde es sowieso Quatsch, dass man die Felder als Einzelnes ansieht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Feld gesetzt habe, das hatten wir in einer der letzten Folgen, und ich dann abbrechen möchte, dass sie das halt nicht einzeln setzen müssen. Und da rennt der Ochse durch die Stadt. Der Wagen schon fertig, weil man nehme ich hier mal die Priorisierung raus. Die Brücke, hat er das jetzt abgebrochen, den Bau der Brücke? Sieht bald so aus, ne? Workload to high. Ja, ich kann ja nichts dafür. Keine Ahnung, wenn die Ernte kommt, ist halt viel zu tun. Aber wir sind ja gerade im Herbst, also hat das Priorität. Ja, das ist irgendwie doof. Wie kann ich denn was priorisieren? Gibt es denn vielleicht bei den Tasks eine Möglichkeit über die Tasks-Ansicht? Linksklick ist up. Harvest. Click to cancel task. Right click. Aber ich kann nicht sagen, priorisiere den Kram. Oh, Milestone erreicht.
Animal Control. Okay. Naja, dann go. Go for it. Ja, das mit den Feldern abbauen ist ja schon ein bisschen blöd. Warum machen sie das nicht? Was ist denn da los? Was ist denn das hier? Die Kleinen gibt Milch. Ah, okay. Das ist eins von den domestizierten Tieren. Okay. So, 25 Fleisch. Wo ist denn das Korn? 10 Stück. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob diesen Winter das ausreicht, das Korn. Weil dass ich das hier in eins... Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Workload ist zu high. Ja, ich habe keine Ahnung. Kann ich euch nicht helfen. Es ist halt so. Was machen wir jetzt? Ich hätte mir jetzt halt gewünscht, dass man denen sagen kann, ey, Leute, erntet mal bitte erst die Felder alle ab, lasst die Jagd. Guck mal, die jagen zum Beispiel weiter. Ne, die sind gejagt. Moment, und wer jagt die? Wo sind denn die aktiven Jäger, die hier Sachen machen? Da hinten läuft die Ziege rum, die gemolken werden will. Und die trinken immer noch im Wasser. Weil nicht genügend Wasser reinkommt. Wie so ein bisschen unbefriedigend das Ganze. Vor allem der Herbst ist schon fast rum und die Felder sind noch nicht mal geerntet. Haben wir vielleicht doch zu viel angelegt? Ich breche das hier mal ab. Komm, junges Zicklein. Hier wird niemand gejagt. Auerochse attackiert. Der flüchtet um sein Leben, weil ihr damit draufballert. Naja, das ist eher, der attackiert nicht, der... Naja, egal. Und hier sammeln sie so Drittstöckchen. Warte mal, das kann man jetzt auch mal unterbinden. Dann machen wir es auf 1. Oder wie viele Stöckchen haben wir? Gut, wir haben 4, ne? Müsste man eventuell doch auf 2 machen. Ja, irgendwie ein bisschen unbefriedigend, die Verteilung. Also entweder, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beeinflussen soll, dass man die Tasks so ein bisschen priorisiert. Weil der Winter ist fast vorbei. Hier oben ist ein halbes Feld abgeerntet, hier ist ein halbes Feld abgeerntet. So richtig voran geht das nicht. Der Schlitten wird ausgiebig genutzt, sehe ich gerade. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher bauen sollen. Workload ist zu high. Jetzt gucken wir uns das einfach nochmal an. Ja, ist klar. Butcher. Aber hier ist niemand mehr am Jagen, oder? Ne, sieht nicht so aus. Und Ziege muss auch noch gemolken werden. Mal war es nicht, mal war es nicht. So, wir haben schon wieder 7 Punkte. Können wir hier irgendwas... Wir machen mal kurz Pause. Ist hier irgendwas, was uns weiterhilft? Well Digging. Okay, wir könnten einen Brunnen machen. Das würde die Wege verkürzen. Wir könnten aber auch die Fortifications, also die Befestigungen erforschen. Ich mache jetzt das Welding. Dann müsste man nämlich einen Brunnen im Dorfzentrum setzen können. Theoretisch. Wobei das Wasser jetzt nicht wirklich weit weg ist, ne? Also so richtig Wege. Machen wir damit auch nicht. Ja, aber wir brauchen mehr Wagen. Ne? Die müssen die Wagen mit zur Ernte nehmen, weil dann können sie halt mehr als eine Einheit auf die Arme nehmen. Das habe ich viel zu spät gemacht. Ich meine, das, wie gesagt, stand oft in den Kommentaren, aber ich habe halt auch viele Folgen im Voraus aufgenommen. Von daher ist das alles nicht so leicht, wie man sich das manchmal vorstellt, dass ich da auf die Kommentare eingehen kann, beziehungsweise das dann umsetzen kann. So, haben sie alle Hunger? Oder einige haben Hunger? Ah, da wird was gekocht, sehr schön. So, dann müsste doch das hier, dieses World Digging, müsste doch hier frei... Nice. Build. Production? Oh well, ja. Das ist der Dings, Tanner, das ist die Mine, das ist der Weber, den haben wir aber schon, haben wir den Weber schon gebaut?
Ja doch, gell, die haben wir irgendwie hintereinander gebaut. Hier ist der Outfitter und hier ist der Weber, genau, die haben wir hintereinander gebaut. Dann gehen wir das von vorne nochmal durch. Oh, wir haben auch eine... Ah nee, das waren die Ställe für die Tiere. Das war der nächste Schritt, genau. Ja, ich hätte gern vom Winter hätte ich die Häuser noch ausgebaut, weil die dann ihre eigenen Feuerstellen da drin haben und dann wären die warm gewesen. Aber wir sind jetzt mitten im Winter. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hat nicht mehr ganz gereicht. Oh, da hat er Milch abgeholt. Ah, sieht man nicht. Oh, die Felder haben sie geschafft abzubauen in der Zeit. Oder ist jetzt der Rest verschwunden? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hat es jemand gesehen? Wahrscheinlich schon, oder? Oder ist jetzt der Rest der Felder der angebauten Ähren verschwunden, weil der Winter da ist? Ich glaube eher Letzteres, ne? Sonst würden ja nicht mittendrin hier irgendwie ein paar Ähren liegen und ein paar nicht. Naja, da sind bestimmt die Grashalme sind verschwunden. Gut, das müsste man ja auch hier sehen, ne? Stroh haben wir eine Menge. Wir haben 37 Grain. Das ist, also es hätte meines Erachtens mehr draus rauskommen müssen. Und vielleicht müssen wir wirklich die Population erhöhen, damit wir mehr Mitarbeiter haben, also Mitarbeiter, das klingt ja wie bei einer Firma, mehr Bewohner haben, die mithelfen können bei den Arbeiten, die anstehen. Also für den nächsten Winter will ich auf jeden Fall die Hütten alle ausbauen. Damit die ihre eigene Feuerstelle drin haben, weil das ist ja hier der Vorteil an diesen kleinen Hütten. Ist hier noch ein Upgrade? Nee, gell? Dauert noch ein bisschen, bis da das nächste Upgrade gibt. Im nächsten Zeitalter dann wahrscheinlich. Im Moment kriegen wir wenig Punkte. Ja. 20 Punkte brauchen wir für das nächste. Dann können wir Kupfer abbauen. Dauert noch ein bisschen alles. So, Fleisch sieht ganz gut aus. Wir haben die Hälfte des Winters rum. Wir haben auch ein bisschen Brot. Wir haben einen Fisch, ist natürlich übersichtlich. Und wir haben 8 Wasser. Das sieht doch ganz gut aus. Der zweite Schlitten fährt mittlerweile... Ja, der zweite Schlitten fährt rum. Da sollten wir auf jeden Fall noch was bauen. Da ist noch ein Händler angekommen. Hat aber auch kein Wissen. Und außerdem ist er high. Also nicht der Händler ist high, sondern die Kommissionsrate, also sprich die Kosten, sind hoch. Weißt du was? Wir tauschen Knochen gegen Knochen, damit du dich wegmachst. Du kriegst einen Knochen extra. Was ein Deal, oder? Unsere sind viel schöner, unsere Knochen. So, haut's wieder ab. Oh. Oh Mann. Moment mal. Raffen die es wieder nicht, dass sie ihre Klamotten umziehen sollen? Unfassbar. 34. Und wie viele Klamotten haben wir warme? 40. Und die Hälfte des Winters ist rum. Da kommt die jetzt auf die Idee. Jetzt gehen die ins Lager und holen sich die Klamotten. Unfassbar. Schön durch den Fluss gewartet, in den Sommerklamotten, im kurzen Höschen. Also das müssen sie fixen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, nicht, dass es hier wie bei Seven Days to Die dann Probleme gibt, wenn ein Spielstand älter ist, dass es dann ne, dazu führt, dass hier Fehler auftreten, aber bei 3/4 des Winters fangen die an, die Klamotten umzuziehen. Schwierig. Jetzt wird der Krug mit Wasser gefüllt. Oder macht die doch. Ja, die befüllt 3 Krüge. Schade. Das sind 3 Krüge in einem. Was? Vom Krug tragen direkt zum Beten. Alles klar.
So, wir haben immer noch 17 Fleisch. Das ist ja echt interessant. Was essen die denn bitte in der Zeit? Gefühlt haben wir nichts an Fleisch eingebüßt oder vielleicht zwei. Und wir haben auch kaum Brot verbraucht, obwohl der Winter schon fast wieder zu Ende ist. Gehe ich nicht. Doch, Buggy? Ich hätte mir doch mal die Patch Notes durchlesen sollen. Nicht, dass hier jetzt Fehler entstehen und ich spiele die ganze Zeit weiter und wundere mich über Dinge, die so gar nicht auftreten würden. Genau, bete mal, dann geht's wieder gut. Zum Beispiel hier liegt noch Korn auf dem Feld. Nicht abgeholt. Lass uns mal in die Tasks gucken. War ja diese Folge auch schon wieder problematisch. Oder was letzte? Ne, diese Folge sind wir immer noch. Ja gut, es sind noch einige dabei, ne? Jetzt jagen sie irgendwelche Viecher hier. Wir haben 100 Mal Wasser gesammelt. Es gab auch wieder einen Punkt. Wie geht es eigentlich den Ziegen in unserem... Hier geht's gut. Und die werden genauso wenig angezeigt. Da haben wir nämlich eine, die domestiziert ist. Und hier haben wir eine, die domestiziert ist. Die werden genauso wenig angezeigt wie die Leute, die sich im Haus befinden oder halt nicht im Haus befinden. Ne? Workload high. Okay, pass auf, Leute. Wir machen jetzt hier ein Upgrade. Und zwar im Dorfzentrum fangen wir an. Du, Upgrade. Du, Upgrade. Jetzt ist Sommer, beziehungsweise ist Frühling. Aber da können wir doch langsam mal, hier muss geerntet, gesät werden. Sagen wir, bauen erstmal alle Häuser aus. Wie viel kostet es uns pro Haus? Kostet uns ja gar kein Leder. Das ist wirklich nur die Matsche. Da haben wir 10. Hier. Und ein bisschen Stroh. Stroh haben wir wirklich genügend. Äste. 8. Okay, da kriegen wir gerade die zwei Hütten. Kriegen ein Upgrade. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, wir müssen auf jeden Fall danach mehr Wägen machen. Also diese Transportmittel. Weil sonst dauert das alles zu lang. Aber jetzt warten wir erstmal, bis die beiden Häuser hier ein Upgrade haben. Und danach machen wir dann die neuen Wägen. Was bitte? Wartet hier drauf, gemolken zu werden, aber keiner hat Bock. Oder keine Zeit, besser gesagt. Das heißt ja, ständig Workload zu high. Was soll ich denn machen? Ja, krass. Richtig heftig. Ja, die müssen pflanzen. Sonst reicht das nicht. Ich habe, glaube ich, zu viele Felder angesetzt. Warte mal, wir machen jetzt mal was. Ah, doppelklicken war ja das mit alles markieren. Ich hatte es vergessen. Hahaha. Ha, ha, ha. Gut. Cancel Task. Remove Plant. Geht nicht weg. Hallo? Können wir bitte cancel? Entfernen. Will er irgendwie nicht. Okay. Gibt's halt so ein 1x1-Feld. Ja, also wir haben gemerkt, dass im Winter bzw. im Frühling die Zeit nicht war, alles abzuernten. Dadurch ist es halt eine Menge flöten gegangen. Und auch beim Sehen reicht jetzt anscheinend die Zeit nicht. Das heißt, wir haben entweder zu wenig Leute. Mal gucken. Mal sehen. Nashak has contracted a disease. Eine Seuche? Was? Wo ist er denn? Tot. Ging schnell. Seuche, tot. Ja. Interessant. So, die bauen immer noch in Hütten. Also das geht fast den kompletten Frühling. Ist ja krass, da habe ich jetzt den kompletten Frühling damit verbuselt, die Hütten abzugraden. Ich frage mich, ab welchem Punkt das eskaliert ist.
Wahrscheinlich die Geschichte mit den Jagdgebieten, wenn man das probiere ich jetzt mal. Blöckchen. Work, work. Hunt. Hunt? Nein, Fisch. Work. Hunt. What the heck? Wieso springt das nur noch zwischen dreien? Haben wir keine weiteren Jagdgebiete mehr definiert? Mit. What? Die sind da auch noch. Da. Ja, ein paar Jagdgebiete raus. Okay, das ist eine komplette Familie Auerochse hier. Da könnte man nochmal. Gucken, ob das was wird. Wir schauen mal, was passiert. Ja, aber das mit den Feldern macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Oder ist es schon gepflanzt worden? Weiß man nicht. So, wie sieht's aus mit den Hütten? Sind die fertig beide? Jo, sind beide fertig, dann können wir den Schlitten bauen. Sollten wir auf jeden Fall bauen, das sollten wir auch priorisieren. Material haben wir ja genügend, ne? Stöckchen, Äste, jo, passt. Okay, pass auf. Dann bauen wir direkt den zweiten. Kann ich beide priorisieren? Kann ich. Sehr nice. Jo, der obligatorische Sommerregen. Wie in der letzten Saison. So, 22 mal Korn. Also wir haben von der letzten Ernte haben wir noch ordentlich Korn über. Guck mal, die haben nichts geschafft, alles zu pflanzen. Die Felder sind viel zu groß oder wir sind zu wenig Leute. Das kann man sehen, wie man will. Na, ist nicht gut. Schade, schade, schade. Gut, da müssen wir gegenwirken. Also wir sollten auf jeden Fall alle Häuser ausbauen. Das sollte eine Priorität sein, damit die im Winter nicht alle so frieren. Ich mache mal Pause und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Von Dawn of Man. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.